刑務所の実態というようなことで、この統一作品がですね、まあ、いろいろ取り上げられたというよりは、ここで描いている一人の人間、主人公ですね、主人公の生き方のこの強烈さ、それがまあ、ある人間にとって自由とは何だというようなね、その周囲の抑圧との戦いのこういう人間の生き方ですね、これがまあある形で共感を呼んだという、ちょうど70年代の日本というのがそういう非常に抑圧された形にどんどんどんどんなっていく中で、こういう生き方そのものにどんな形でもいいから生き残るんだというこういう形への共感が多分この作品がちょっと評価されたところだと思います。Die Resonanz des Publikums bezog sich eigentlich weniger um diese oder auf die Realität in den Haftanstalten, sondern es ist tatsächlich mehr diese Lebensweise oder die Lebensweise der Hauptperson oder diese Willenskraft, unbedingt die Freiheit erringen zu wollen, also der Kampf um die Freiheit. Diese Lebensweise hat den damals zunehmend unter Druck geratenen Gesellschaft, japanischen Gesellschaft, hat wohl tatsächlich so ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl hervorgerufen, also Sympathie hervorgerufen. Also weniger jetzt die Realität in diesem im Knastalltag, sondern diese Lebensart, diese der Kampf für die Freiheit. 実際そういう経歴の人を俳優さんとして使ったということはですね、ちょっと誤解があるんですが、そういう方が役者になりたいと言うんでね、それで役者として扱ったということはございますが、こちらから積極的に役者をやれというような働きかけをしたことはございません。これがまず一点。Zunächst einmal, ich habe schon einmal tatsächlich, mehrfach Schauspieler jetzt in meinen Filmen mit Schauspielern gearbeitet, die eine solche Vergangenheit hatten, aber auf Wunsch dieser Leute, die gerne in solchen Filmen mitspielen wollten. Und es ist nicht so, dass wir jetzt gezielt nach echten Yakuzas für unsere Filme gesucht haben. Das ist erstmal der eine Punkt. それとある一時期大変日本のヤクザそのものに興味を持ったのは、実は戦中から戦後にかけて、僕らもそうですが、大変飢えというのがですね、根底にございました。で、当時やはり日本のそういうアウトローになっている人たち、この人たちの大半が上から来るですね、生き方、これが基本的にそっちの方向へ走らせたと。だから多分彼らがそうじゃなければ非常にこの正常な社会の中でも立派な実業家になったんじゃないかなと。そんな力才能ですね、個人的な才能を持っている人たちも結構僕は知っております。だからやっぱりある意味で右へ行ったか左へ行ったか、あるいはアウトローになったのかなんなかったのかというのは、その上がですね、どのように個人に採用したのか、その辺だけでかなり大きく人生が変わっているというのを実は実感していて、それが大変ヤクザに対するですね、興味だったわけですね。Und als weiteren Punkt möchte ich erklären, wieso ich mich eine Zeit lang sehr für Yakuza interessiert habe und Yakuza-Filme gedreht habe. Und zwar ist es so, dass unsere Generation, die die Kriegszeit und die Nachkriegszeit miterlebt haben, sind geprägt eben durch diese Zeit des Hungers. Und es ist so, dass viele Menschen, die durchaus talentiert waren und durchaus, denke ich, auch so viel Fähigkeit besaßen, unter anderen Umständen gute, zum Beispiel Unternehmensleiter werden konnten, die wurden aber durch diese Umstände und teilweise durch die Unterdrückung von oben
in diese Welt der Outlaws teilweise gezwängt. Und einige entwickeln sich zu Rechten, einige nach links und einige wurden dann wiederum Outlaws, die weder der einen noch der anderen Seite angehören. Und wie gesagt, diese Gesellschaft oder diese Art von Menschen hatte mich wirklich sehr interessiert und das hat mich dann dazu gebracht, solche Filme zu drehen.